Als nächstes hat Herr Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Generalkonsul, sehr geehrte Damen und Herren, von den verheerenden Erdbeben und deren Auswirkungen in der Türkei und in Syrien sind auch wir in Deutschland sehr erschüttert. Die unfassbare Zahl von mittlerweile über 35.000 Toten macht uns alle sprachlos und sehr traurig. In der Nacht vom 6. Februar kam es um 4.17 Uhr Ortszeit zu einem außergewöhnlich starken Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richterskala. Und zu dieser Zeit lagen die meisten Menschen in ihren Betten. Sie hatten keinerlei Chance, rechtzeitig aus ihren Häusern zu fliehen. Aktuell gibt es leider kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende des Erdbebens zu retten. 8 Tage nach den katastrophalen Erdschöpfen bergen die Einsatzkräfte mittlerweile vor allem Todesopfer. In den betroffenen Gebieten ist die öffentliche und private Infrastruktur weitgehend zerstört. Tausende von Gebäuden wurden stark beschädigt oder komplett zerstört, darunter Schulen und Krankenhäuser, aber auch Straßen, Stromleitungen und die Wasserversorgung. Wir haben mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen, dass die Vereinten Nationen mittlerweile befürchten, dass die Zahl der Todesopfer auf etwa 50.000 Tote steigen könnte. Mit Oberramstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es eine hessische Gemeinde, die noch unmittelbarer betroffen ist als viele weitere Gemeinden in Hessen, in denen türkischstämmige Bürger um das Überleben von Verwandten und Freunden im Erdbebengebiet bangen. Oberramstadt hat seit 2004 eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Fethiye in der türkischen Provinz Malatya in Ostanatolien. Diese Stadt befindet sich im Erdbebengebiet. Die Anteilnahme in Hessen ist insgesamt sehr groß. Viele Menschen wollen helfen, und das zumindest ist sehr positiv. Die private Organisation von Sachspenden und Geldern verläuft vorbildlich und sehr engagiert, wie die Berichterstattung in den Medien eindrucksvoll belegt. Vom Technischen Hilfswerk, THW, war in der Rede des Ministerpräsidenten ja schon die Rede. Hier waren 50 Helfer, viele aus Hessen, tagelang mit den Suchhunden im Erdbebengebiet im Einsatz in der Türkei, und sie halfen mit, Menschen zu bergen. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich der Landesregierung und den Menschen in Hessen für die große Hilfe und Unterstützung der Menschen in der Türkei danken. Es sollten nun auf internationaler Ebene unverzüglich weitere Maßnahmen ergriffen werden, um der Bevölkerung in der Türkei und in Syrien zu helfen, und zwar vor Ort. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat hier bereits die richtigen Worte gefunden. Zitat: Niemand darf alleine gelassen werden, wenn eine Tragödie wie diese ein Volk trifft. Zitat Ende. Wichtig sind nun insbesondere 2 Dinge. Ressourcen zur Verfügung stellen, mit denen erstens eine angemessene Unterbringung und Versorgung der betroffenen Menschen vor Ort sichergestellt und zweitens ein rascher Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten gewährleistet werden kann. Einen Punkt muss ich hier bei aller Trauer, bei aller Anteilnahme und bei aller Hilfsbereitschaft aber auch ansprechen. Und ich spreche diesen Punkt nur an, weil Herr Rudolph von der SPD und Herr Wagner von den Grünen diesen Punkt in ihren Reden ebenfalls ansprachen. Der Ministerpräsident hat es übrigens nicht gemacht. Die AfD lehnt die aktuell durch Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock in Aussicht gestellte temporäre Aufnahme von Erdbebenopfern in Deutschland ab. Und ich will das kurz begründen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind insgesamt 24,4 Millionen Menschen von der Katastrophe in der Türkei und in Syrien betroffen. 24,4 Millionen Menschen. Die in Rede stehende unbürokratische Erteilung von Visas für einen Zeitraum von 3 Monaten setzt bei allen von der Bundesregierung gesetzten Einschränkungen, was den Berechtigtenkreis angeht. Das sehen wir sehr wohl. In einer Zeit völliger migrationspolitischer Überforderung der Landkreise und Kommunen in Deutschland leider das völlig falsche Signal. Diese Maßnahme sorgt, das muss man bei aller Trauer, die auch wir haben,
um die Opfer und bei aller Anteilnahme, die auch wir haben, am Leid der Überlebenden, das muss man sagen, sie sorgen für weitere Pull-Faktoren hinsichtlich einer weiteren ungesteuerten Masseneinwanderung nach Deutschland. Die meisten Asylbewerber kommen jetzt schon neben dem Irak aus Syrien und der Türkei. Lieber Herr Rudolph, wenn Sie zu diesem Thema hier Ihre Meinung kundtun, und ich bitte Sie, das Niveau zu halten, dann hat auch die AfD... Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns in einem Gedenken an die Opfer des Erdbebens. Und ich bin ja noch nicht fertig. Und ich bitte Sie, dass wir uns entsprechend dieses Gedenkens auch hier miteinander verhalten. Das gilt für alle Beteiligten in diesem Haus. Und ich bitte auch, dass keine bilateralen Gespräche hier stattfinden. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn Sie jetzt zum Schluss kommen würden, da wäre ich Ihnen jetzt dankbar für, weil ich würde diese Stunde gerne würdevoll zu Ende bringen und bitte auch davon abzusehen, dass jetzt hier Diskreditierungen stattfinden, dass Sie jemandem vorwerfen, dass jemand kein Niveau hat. Das bitte ich ausdrücklich zu unterlassen. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Mit diesem Satz meinte ich eigentlich genau das, was Sie eben ausgeführt haben. Ich komme zum Schluss der Rede und ich möchte schließen mit einem Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Zitat: Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns mit großem Engagement, mit sehr großem Engagement den Menschen in der Türkei helfen. Ich sage das noch einmal ausdrücklich, aber bitte vor Ort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf nun den Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der Freien Demokraten, Herrn René Rock, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, lieber Generalkonsul, unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Türkei und in Syrien. Uns haben alle letzte Woche die traurigen Nachrichten erreicht aus der Türkei und aus Syrien. Bei einem schweren Erdbeben sind nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 35.000 Menschen gestorben. Und leider dürfte diese Zahl in den letzten Tagen und Wochen noch erheblich steigen. Das sind Zahlen, die sind nicht vorstellbar. Aber wir haben heute die Möglichkeit, Bilder zu sehen und Filmausschnitte zu sehen, in denen Menschen, die geborgen wurden, Kinder, von denen wir wissen, dass sie ihre Eltern verloren haben, zu sehen sind. Wer da sein Herz verschließt, den kann ich nicht verstehen. Das sind Bilder, die uns fordern, die unsere Menschlichkeit fordern. Und viele Menschen in unserem Land sind dem auch nachgekommen. Ich glaube, die allermeisten Menschen in diesem Land. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Hinterbliebenen, sowie bei den vielen Verletzten, welche geborgen werden konnten und vielleicht jetzt noch um ihr Leben ringen. In der Türkei haben deutsche Bergungsteams die Bemühungen vor Ort unterstützt. Ein wichtiges Zeichen der Solidarität in unserer internationalen Welt. Denn besonders wir hier in Deutschland und in Hessen haben viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mit türkischen Wurzeln, die sich entweder um ihre Verwandten sorgen oder gar schon Verluste beklagen müssen. Ich bin auch froh, dass die Bundesregierung im Rahmen der Soforthilfe der Türkei und vor allem der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten vor Ort Hilfe leistet und unterstützt. In Syrien haben die Erdbeben in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land noch einmal besonderes Leid
ausgelöst. Daher denken wir vor allem auch an die Menschen dort vor Ort, welche schon so viel Leid erfahren haben und nun ohne staatliche Strukturen versuchen müssen, diese Naturkatastrophe zu bewältigen. Eine schier unvorstellbare Herausforderung. Darum ist es auch wichtig, dass wir gerade auch hier in Syrien alles tun, um Hilfe leisten zu können. Auch wir in Hessen hoffen, dass auf internationaler Ebene Möglichkeiten geschaffen werden, um alle Regionen und alle Menschen gleich, welcher Ethnie und welchem Ort, in dem sie leben, mit unseren Hilfsgütern zu versorgen. Und ich denke an die vielen Initiativen hier in Hessen, wo sich einfach Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen haben, Geld sammeln, Güter sammeln und versuchen, diese dann in die Katastrophenregionen zu bringen. Dieses starke Signal unserer Gesellschaft der Hilfe und auch viele, die Betroffene in den Gebieten haben und sich jetzt zusammentun, um zu helfen, haben die große Anerkennung, ich glaube, aller hier in diesem Hessischen Landtag. Dieses unermesslich große Leid können wir uns kaum vorstellen. Und hätte das Erdbeben hier in Deutschland stattgefunden, wäre quasi ganz Deutschland verwüstet worden. So groß ist dieses Erdbebengebiet. Und vielleicht müssen wir uns das nochmal vergewärtigen, um zu verstehen, wie groß die Not und die Herausforderung für die betroffenen Länder wirklich ist. Ganze Stadtteile sind vom Erdboden getilgt worden. Vielleicht Stadtteile, in denen Bürgerinnen und Bürger, die heute bei uns leben, groß geworden sind, in denen sie Familienangehörige haben. Und wir alle wissen, dass viele Menschen in unserem Land zur jetzigen Minute, Stunde hoffen, beten, von ihren Angehörigen zu hören, die frohe Botschaft zu bekommen, dass sie überlebt haben oder die schlimme Gewissheit zu erhalten, dass sie nicht mehr unter uns sind. Ich danke der deutschen Bundesregierung für die geleistete Hilfe. Und ich glaube, es ist ein Akt der Menschlichkeit, wenn man Familien, die vielleicht Familienangehörige in der Türkei verloren haben, in denen vielleicht noch ein Kind überlebt hat, eine Schwester, ein Bruder, eine Mutter, dass man diesen Menschen heute ermöglicht, zu uns zu kommen. Unbürokratisch, menschlich. Und das ist für mich Humanität, gelebte Humanität, an der sich eben der Unterschied zeigt zwischen zivilisierten Verhalten und unzivilisierten Verhalten. Menschlichkeit ist für nichts aufzuwiegen. Und das ist etwas, was diese Bundesregierung jetzt ermöglicht, worauf ich wirklich stolz bin. Ich versuche mich selbst in diese Situation zu versetzen, wenn Angehörige gestorben werden in einem anderen Land, in meinem Heimatland, und ich würde woanders leben. Und das Einzige, was ich tun kann, in diesem verwüsteten Land, diese Menschen bei mir aufzunehmen. Und ich würde es tun, und ich bin froh, dass das in Deutschland jetzt möglich wird. Lieber Herr Generalkonsul, nehmen Sie unsere Anteilnahme und unsere Trauer mit in Ihr Land. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Schalauske, Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Die Linke, das Wort geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Generalkonsul, in der Nacht zum 6. Februar bebte im Süden der Türkei und im Norden Syriens mehrmals die Erde. Mit einem Höchstwert von 7,8 auf der Erdbebenskala handelt es sich um die schwerste Erdbebenkatastrophe in der Türkei seit einem Erdbeben im Jahr 1268 in derselben Region. Die Folgen, sie sind hier vielfach angesprochen worden, sie sind verheerend. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 35.000 Todesopfer in der Türkei und mehr als 6.000 Todesopfer in Syrien zu beklagen. Die Zahl der Verletzten liegt in der Türkei bei mindestens über 80.000 und in Syrien bei mehr als 5.500 Menschen.
Vertreter der Opposition in der Türkei fürchten sogar über 200.000 Tote. Auch geschätzte 50.000 Gebäude, vor allem Wohngebäude, sind zerstört, darunter öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser. Und nach Einschätzung der WHO sollen mittlerweile über 26 Millionen Menschen von dem Erdbeben mittelbar oder unmittelbar betroffen sein. Und diese Zahlen, die können nur einen Eindruck von dem unvorstellbaren Ausmaß von Tod und Zerstörung geben. Das menschliche Leid, der Schmerz von Millionen Menschen aber bleiben unfassbar. Und deswegen sind unsere Gedanken bei den Angehörigen, bei den Freunden und Bekannten der Toten, bei den Zehntausenden Verletzten. Ihnen gilt unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme. Wo Not und Verzweiflung herrschen, wachsen aber auch Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Solidarität. Ohnehin sind ja seit vielen Jahren Hilfsorganisationen in der Region aktiv. Zehntausende Rettungs- und Hilfskräfte aus der Region, aber auch aus vielen Teilen der Welt sind im Einsatz und konnten noch Tage nach dem Erdbeben Menschen aus den Trümmern retten, darunter auch Hilfskräfte des THW aus Deutschland und auch aus Hessen waren da im Einsatz, und ihrer Arbeit sind wir zu großem Dank verpflichtet. Die Anteilnahme in Hessen und Deutschland ist aber auch insgesamt überwältigend, die Spendenbereitschaft groß wie nie. Es gibt einen so großen Zuspruch der Aktion Deutschland hilft, und auch aus der Zivilgesellschaft werden vielfältige, eigenständige Spendenkampagnen gestartet. Die Solidarität der Menschen, die spenden, die sogar Hilfstransporte organisieren oder sich sogar als Helferinnen und Helfer in die betroffenen Regionen aufgemacht haben, die kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Diese Solidarität, die kann man nicht hoch genug würdigen. Aber noch immer ist die Lage dramatisch. In manchen Städten gibt es kein Wasser, anderswo ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Es fehlt an Benzin in den Tankstellen, es gibt wenig Brot. Gerade jetzt im Winter, wo Schnee, wo eiskalter Regen und Sturm die Situation erschweren, da ist schnelle Unterstützung gefragt. Doch wie wir Berichten entnehmen müssen, kommt die benötigte humanitäre Hilfe, die medizinische Versorgung nur sehr, sehr schwer voran. Und es erreichen uns, und darüber muss in dieser Situation auch gesprochen werden, es erreichen uns auch Berichte über kritikwürdige Zustände. Es ist ja angedeutet worden vom Kollegen Wagner. Angehörige und Betroffene bitten verzweifelt um Hilfe, aber es kommen keine Rettungskräfte zur Bergung. Es gibt Berichte darüber, dass Hilfslieferungen in den mehrheitlich kurdisch bewohnten Regionen durch Sicherheitskräfte blockiert werden. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass die Ausrufung des Notstands genutzt wird für Repressionen, unverhältnismäßige Repressionen durch Sicherheitskräfte, und dass Beobachterinnen und Beobachter fürchten, dass durch den Ausnahmezustand die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Und es gibt eben auch die Berichte, die uns fassungslos zurücklassen, dass der türkische Präsident nach dem Erdbeben die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien bombardieren ließ. Und deswegen muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, dieses Vorgehen, meine Damen und Herren, ist völlig inakzeptabel. Diese Angriffe müssen sofort beendet werden, wie der gesamte Krieg beendet werden muss. Und die Region Nordsyrien darf insgesamt nicht vergessen werden. In Idlib leben Millionen Menschen seit Jahren in einem von islamistischen Rebellengruppen kontrollierten Gebiet, unter menschenunwürdigen Bedingungen, ohne Perspektive und auf Hilfe angewiesen. In Rojava erschüttert das Erdbeben eine Region, die durch die zahlreichen Luftangriffe auf zivile Infrastruktur ohnehin gebeutelt und zum Teil zerstört worden ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns nicht vergessen, Erdbeben kennen keine nationalen Grenzen. Solidarität und Hilfe dürfen aber auch keine Grenzen kennen. Und deswegen müssen alle Grenzübergänge geöffnet werden. Es muss grenzüberschreitende Hilfe ermöglicht werden. Aber auch innerhalb der Länder muss alles dafür getan werden, dass die so dringende, benötigte humanitäre und medizinische Hilfe ihr Ziel erreicht.
Vielen Dank. Als nächstes darf ich der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Ines Klaus, das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalkonsul Tunja, sehr geehrte Vizekonsulin Sari. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien zählt zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte. Die Nachrichten und die Bilder halten die Welt in Atem. Bei jedem haben sich Bilder in den Köpfen eingebrannt. Bei mir ist es das Bild des Vaters, der die Hand des toten Kindes in den Trümmern hält. Oder gestern Abend in den Tagesthemen ein kleines Kind im Krankenhaus, das sich an einen Lolli klammert. Es steht für das Leid in dieser Region. Es steht für die über 35.000 toten Menschen und die Verletzten in diesem Gebiet, ein Gebiet, das so groß ist wie Deutschland. Es ist ein Wunder, dass noch Menschen geborgen werden, wie ein kleines 7 Monate altes Baby oder ein Mann nach 140 Stunden in der Provinz Hatay. Wir sind in Gedanken und Gebeten bei den Menschen, die Angehörige verloren haben, und auch bei den Menschen, die in Hessen in Sorge leben, die sich vorstellen müssen, dass sie momentan dort keinen erreichen, in dieser Unsicherheit leben, dass sie gar nicht wissen, wie es mit ihren Familien und Verwandten aussieht. Es ist furchtbar, sich alleine die Gedanken darüber zu machen und in gedanklicher Verbindung mit diesen Menschen zu stehen. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir im Parlament hier unsere Solidarität bekunden. Und ich möchte ein ganz großes Dankeschön auch richten an unsere Schülerinnen und Schüler und an die ganzen Schulgemeinden in Hessen, die heute in einer Schweigeminute auch an die Menschen in der Türkei und Syrien gedacht haben. Es ist gut, dass Sie den Unterricht unterbrochen haben und auch mit Ihren Freundinnen und Freunden gedenken, weil es auch da natürlich so ist, dass es verwandtschaftliche Beziehungen in die Türkei oder nach Syrien gibt. Und insoweit ist es wichtig, dass ganz Hessen Solidarität an dieser Stelle zeigt. Und Hessen zeigt es in unterschiedlichsten Bereichen. Ich bin dankbar für die Einsatzkräfte des THW über 50, der Ministerpräsident hatte schon erwähnt, die unterwegs sind, und vor allen Dingen die große Spendenbereitschaft. Weil klar ist auch, jetzt muss Hilfe vor Ort geleistet werden, am besten durch eine hohe Spendenbereitschaft. Und insoweit ist es gut zu sehen, dass in Hessen die Solidarität groß ist. Sobald auch ein Hilfeersuchen vorliegt, wird geprüft, in welchem Bedarf auch kurzfristig aus den Reihen und den eigenen Beständen weitere Unterstützung geleistet werden kann. Und um schnellstmöglich Hilfe leisten zu können, hat Hessen bereits vorsorglich Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke, Zentralheizung, Zeltbeleuchtung etc. aus den Katastrophenschutzlagern zusammengestellt. Und da will ich mich den Vorrednern anschließen. Es ist wichtig, dass die Hilfe überall ankommt, in der Türkei und in Syrien. Denn da darf es keine Unterschiede geben beim Leid der Menschen vor Ort. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, sehr geehrte Frau Vizekonsulin, ich schließe mich den Worten unserer Landtagspräsidentin an, die gesagt hat, wir fühlen mit Ihnen, wir helfen und wir sind in Gedanken und Gebeten bei den Menschen vor Ort und bei den Menschen in Hessen, die sich ebenso sorgen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache angekommen und ich danke Ihnen allen für Ihre Beiträge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute bereits aus
aktuellen Anlässen erinnert und gedacht. Doch es ist mir ein Anliegen, mit Ihnen gemeinsam auch einem Ereignis zu gedenken, das bereits 3 Jahre zurückliegt, das uns aber bis heute bewegt und beschäftigt. Am Sonntag jährt sich das rassistisch und rechtsextremistisch motivierte Attentat von Hanau, dem 9 unschuldige Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Opfer gefallen sind. Ihre Namen waren Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Carlo Jan Felkow. Es ist mir sehr wichtig, an diese 9 Menschen zu erinnern. Denn wir konnten zwar nicht verhindern, dass der Täter ihr Leben nahm, aber wir können und werden verhindern, dass sie und ihr Schicksal vergessen werden. Unser Erinnern und Gedenken enthält in diesem Fall auch eine politische Dimension, die ich hier sehr klar benennen möchte. Hanau war keine Naturkatastrophe, kein Unglück, sondern schreckliche Folge der größten Gefahr, die sich gegenwärtig unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ausgesetzt sieht, des Rechtsextremismus. Rechtsextreme Ideologie hat viele Facetten. Sie wertet Menschen aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder anderen vermeintlichen Gründen ab, verbreitet Hass, will die offene Gesellschaft spalten und mündet in Gewaltakten gegenüber Minderheiten. Dieser Ideologie entschieden und mit allen Mitteln entgegenzutreten, ist Aufgabe und Verpflichtung aller staatlicher Gewalt und auch aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Die Opfer von Hanau wurden ermordet, weil sie in den Augen des Attentäters nicht Teil unserer Gesellschaft waren. Wir alle wissen, was sie aus seiner Sicht angeblich unterschieden hat. Ich werde ihm aber nicht den Gefallen tun, es an dieser Stelle zu wiederholen. Nicht etwa, weil ich die zuvor bereits explizit genannten ideologischen Motive verschweigen möchte, sondern weil jede Erwähnung rassistischer und rechtsextremer Stereotype und Konstrukte nur dazu beiträgt, dass diese ihre perfide Wirkung entfalten können. Rechtsterroristen wollen ja gerade, dass man über ihre Motive berichtet und spricht, da sie auf diese Weise ihre Ideologie zu verbreiten hoffen. Unsere Antwort kann nur lauten, sie werden uns auch mit Gewalt und Terror nicht ihren Blick auf die Menschen und die Gesellschaft aufzwingen können. Wir lassen uns nicht spalten in Gruppen, die sie mit ihrer Ideologie zu unterscheiden suchen. Die Opfer von Hanau waren Teil von uns. Sie waren unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Opfer sind nicht die anderen. Die anderen sind die Täter. Liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam der Opfer von Hanau gedenken. Und lassen Sie uns dieses Gedenken zum Anlass nehmen, nicht nachzulassen im Bemühen, rassistischen und rechtsextremen Positionen entschieden entgegenzutreten. Das ist eine Verantwortung und Verpflichtung, an die uns der 19. Februar 2020 erinnert. Und ich nutze in diesem Zusammenhang auch die Gelegenheit, unseren Kolleginnen und Kollegen für ihre unermüdliche Arbeit im Untersuchungsausschuss 202 zu danken. So ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft schwierig, jede Tat bis ins Detail zu ergründen, insbesondere wenn der oder die Täter an der Aufklärung nicht mitwirken oder sich, wie bei den Morden von Hanau oder NSU, vor einer strafrechtlichen Aufarbeitung selbst gerichtet haben. Trotzdem ist auch die Aufarbeitung in Form eines Untersuchungsausschusses und die damit einhergehende intensive Auseinandersetzung im parlamentarischen Raum für die Hinterbliebenen und auch unsere Gesellschaft von großer Bedeutung. Ich danke Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür, dass wir gemeinsam an dieser Stelle den Opfern von Hanau gedacht haben. Die heute alle behandelten Punkte haben uns, das hat man auch gemerkt, zutiefst bewegt. Und Sie können auch verstehen, auch für mich ist es jetzt nicht leicht, zur Tagesordnung überzugehen. Dennoch muss ich jetzt im weiteren Verlauf mit den amtlichen Mitteilungen weitermachen.